Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Jeder weiß, dass ein Lob oder ein Dankeschön gut tut. Mir ist heute ein solcher Dank entgegengekommen. Ein Mitbruder kam und bedankte sich für etwas, was ich getan habe, eigentlich ganz unscheinbar. Das richtet auf und macht froh. Im Hebräerbrief heißt es: Durch ihn also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das kann auch ein Opfer sein, mal Dankeschön zu sagen, vielleicht auch einem Dank zu geben, jemanden, mit dem ich eigentlich nicht so gut klarkomme, der mich aber vielleicht gerade im Alltäglichen total überrascht hat. Die Frucht der Lippen kann dann dieser Dank sein, der einen anderen Menschen aufrichtet und ihn fröhlich macht. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, bei den vielen Worten, die wir jeden Tag machen, sollte es an Dank und Lob nicht fehlen. Am Ende dieses Tages danken wir dir und loben dich für das, was du heute uns getan hast. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns auch morgen, mit einem Wort des Dankes und des Lobes nicht zu sparen, dir gegenüber und gegenüber denen, mit denen wir unseren Alltag bestreiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.